Welcome everybody, benvinguts, benvingudes a la sessió de... Willkommen allerseits zu der Sitzung Waldbewirtschaft in der Region der vier Motoren für Europa. Ja, wir entschuldigen uns für diese Verspätung durch die Zoom-Probleme. Ja, willkommen allerseits. Wir freuen uns sehr, dass wir diese Möglichkeit haben, über das Waldmanagement in Europa zu sprechen und über die Herausforderungen der einzelnen Behörden angesichts des Klimawandels. Und es wird ja erwartet, dass Naturkatastrophen und extreme Wetterverhältnisse zunehmen. Und das stellt uns vor Herausforderungen für die Waldbewirtschaftung und die Prävention und auch die sozialen Herausforderungen, die wir in diesem Zusammenhang angehen müssten. Ja, da wir ein bisschen verspätet angefangen haben, beginnen wir gleich mit der Präsentation unserer Direktorin. Sie hat einige Worte an uns gerichtet, die wir mit Ihnen teilen möchten. Und ich möchte die Techniker jetzt bitten, dass die Präsentation von Anna Sanitas gestartet wird. Vielen Dank. Guten Morgen. Herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung der vier Motoren für Europa. Eine Veranstaltung, auf der Antworten gefunden werden sollten, um Erfahrungen auszutauschen. Und vor allem möchten wir über Wälder sprechen. Wälder, die dazu bestimmt sind, ein Teil der Antwort auf den Klimawandel zu sein. Denn Wälder sind nicht nur ein Raum, in dem CO2 gebunden werden, sondern können eine Hauptachse zur Umsetzung der Biowirtschaft sein. Eine Forstbiowirtschaft, die ein Schlüsselelement für die ländliche Entwicklung und für das territoriale Gleichgewicht sein kann. Aber diese Wälder leiden sehr stark unter den Auswirkungen des Klimanotstands und der Biodiversitätskrise und auch unter den Auswirkungen der globalen Veränderungsprozesse ist überall spürbar in Europa. Waldbrände, Stürme, Hochwasser und auch Plagen und Krankheiten, die wir überall erleiden. Ja, nur durch die gemeinsame Arbeit, durch Wissen und durch Debatten und gemeinsamen Erfahrungsaustausche wie heute können wir gegen all diese Auswirkungen vorgehen und so das Überleben der Wälder allerorts gewährleisten. Jetzt möchte ich nur noch allen danken für Ihre Teilnahme und möchte ermutigen, weiter zu arbeiten, damit unsere Wälder eine Zukunft haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Anna. Ja, wie sie schon sagt, geht es bei dieser Veranstaltung darum, einen Erfahrungsaustausch zu haben, einen Wissensaustausch eingehen, wie wir diese Herausforderungen in Zukunft angehen können. Und jetzt hat Marc Desmet das Wort. Es ist ein Privileg, ihn heute hier zu haben. Er ist von der Europäischen Kommission und war beteiligt bei der Entwicklung der europäischen Forststrategie. Er wird darüber sprechen, über den Prozess und die Zukunft der Strategie. Vielen Dank, Marc. Bitte schön. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Josep. Ich heiße Marc Desmet. Ich arbeite in der Europäischen Kommission, in der GD Agri. Und ich habe die Ehre, Ihnen heute die neue Strategie der Union vorzustellen für die Wälder für bis 2030. Sehen Sie mich gut und können Sie mich auch gut hören? Ja, vielen Dank. Ich werde jetzt versuchen, meine Präsentation zu teilen mit Ihnen. Sehen Sie jetzt meine Präsentation? Ja. Vielen Dank.
Ich wurde gebeten, diesen Vortrag zu halten zur neuen Waldstrategie bis 2030 auf Französisch. Und ich muss zugeben, dass Französisch weder meine Muttersprache noch meine Arbeitssprache ist. Also bitte ich Sie um Entschuldigung, wenn mein Französisch während des Vortrages nicht immer korrekt ist. Der Text der Präsentation ist auf Englisch, weil wir es im Augenblick nur auf Englisch haben, aber ich werde Französisch sprechen. Die neue Strategie für die Wälder bis 2030 in der Europäischen Union wurde am 16. Juli veröffentlicht, dieses Jahr. Und Sie können sie leicht finden unter der Referenz COM 2021-572. Als diese Strategie veröffentlicht wurde, wurde sie begleitet von zwei Arbeitsdokumenten. Wir nennen sie Staff Working Documents, ein Arbeitsdokument zur öffentlichen Abstimmung, die stattgefunden hat vor der Veröffentlichung, und ein weiteres Arbeitsdokument zu dem, was wir die 3 Billion Trees Pledge nennen, also das Engagement der Kommission, mindestens 3 Milliarden bis 2030 zu pflanzen. Das sind unsere zwei Arbeitsdokumente, die diese Strategie begleiten. Und jetzt werde ich versuchen, auf die nächste Folie zu kommen. Aber es reagiert nicht. Vielleicht könnten Sie auf den rechten Pfeil drücken, dann kommen Sie auf die nächste Folie. Ja, das mache ich gerade, aber es scheint nicht zu funktionieren. Right arrow or down arrow or ja, entweder den Pfeil nach rechts oder nach unten oder mit Ihrer Maus. If you click, doesn't it... Okay, just a moment. Yeah, okay. Yes. Ja, is it possible, da wären wir. Könnte es sein, dass Sie etwas geöffnet haben, was über Ihrer Präsentation liegt? Denn wir sehen hier eine schwarze Box auf Ihrem Text. Try to minimize all the tabs that you might have. Vielleicht können Sie alle Tabs kleiner machen. Und versuchen Sie es wieder zu öffnen. Einen Augenblick. If you don't mind, I think our team says that they have the presentation. Unser Team sagt, dass Sie die Präsentation bereit haben, dann könnten Sie es vielleicht teilen, wenn es Ihnen recht ist. Ist es besser jetzt? Nein, wir sehen immer noch diese schwarzen Flächen. Wir werden es selber präsentieren, dann brauchen Sie sich nicht darum zu kümmern. Genau, ja. Dankeschön. Can you move to the next slide, please? Könnten wir bitte zur nächsten Folie kommen? Vielen Dank. Ja, ein paar Worte zu unserer strategischen Vision. Diese Strategie, die stützt sich auf dem Green Deal für Europa. Und es stützt sich auch auf die Strategie für die Biodiversität 2030, die im Mai letzten Jahres verabschiedet wurde. Diese Strategie für die Wälder ist eine Vision und ist auch ein Aktionsplan, um nicht nur die Qualität der europäischen Wälder zu verbessern, sondern auch die Menge. Und das Ziel ist es auch, die Wälder besser anzupassen an den Klimawandel. Ich glaube, dass wir uns alle einig sind, dass dies eine wichtige Bedingung ist, damit
die Wälder weiter all ihre Funktionen zu erfüllen, auch die sozioökonomischen Funktionen. Diese Strategie stützt sich natürlich auch auf wissenschaftliche Beweise und sie wird auch eingeführt unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips. Nächste Folie. Vielen Dank. Im Kern dieser Strategie haben wir die drei Säulen der Nachhaltigkeit, die ökonomische Nachhaltigkeit, die soziale Nachhaltigkeit und die Umweltnachhaltigkeit. Wir haben versucht, ein gutes Gleichgewicht zu schaffen zwischen den zwei oder drei Säulen der Nachhaltigkeit. Wir haben eine Reihe von grundlegenden Elementen in dieser Strategie. Das erste ist die Multifunktionsrolle der Wälder. Zweitens ist die Rolle und der Beitrag des Sektors, Waldholzsektors, um eine nachhaltigere Wirtschaft zu erreichen, die klimaneutral ist. Denn ohne die Beteiligung der Forstwirtschaft und dieses Sektors kann diese Strategie nie wirksam sein. Ein drittes Element, auch sehr wichtig in dieser Strategie, ist sicherzustellen, dass die Waldökosysteme nicht nur geschützt werden, sondern dass sie resilient bleiben und dass sie auch aufgeforstet werden. Und ein letztes Element, wichtiges Element, ist sicherzustellen, dass wir ein gutes Überprüfungssystem haben unserer Wälder und auch eine strategische Zukunftsplanung. Denn ohne eine Überwachung oder Kontrolle, ohne die nötigen Daten, können wir nicht die richtigen Entscheidungen treffen für die europäischen Wälder. Nächste Folie. Kommen wir zunächst einmal zu dem, was wir die erste Säule nennen könnten, dieser Strategie, die sozioökonomische Funktion der Wälder. In diesem sozioökonomischen Teil haben wir vier Bereiche identifizieren können. Der erste Bereich besteht darin, die Biowirtschaft, eine nachhaltige Waldbiowirtschaft zu fördern für langlebige Holzprodukte, also long-lived wood products auf Englisch. Und wir denken hier vor allem an den Bau, an den Bausektor, aber auch die Herstellung von Möbeln. Und dieser Teil steht auch im Zusammenhang mit der Nutzung von Holz in allen Bereichen. Der zweite Bereich des sozioökonomischen Teils hat mit der Bioenergie zu tun. Wir wollen sicherstellen, dass diese Holzquellen für Bioenergie eingesetzt werden, und zwar nachhaltig. Und hier spiegelt sich der neue Vorschlag der Richtlinie zu erneuerbaren Energien wider. Dieser Teil ist auch verbunden mit dem Anpassungspaket und dem Ziel 55, Fit for 55 Package. Das sind eine Reihe von Maßnahmen, die die Kommission vorschlägt, um das Ziel zu erreichen, die Emissionen, die Treibhausgasemissionen um 55% zu reduzieren bis 2030. Der dritte Bereich im sozioökonomischen Teil hat mit der Nichtholz-Biowirtschaft zu tun, also den Nichtholzprodukten. Hier haben wir zum Beispiel den Ökotourismus. Das ist eins der Nichtholzprodukte. Und zu guter Letzt der vierte Bereich in diesem Teil steht in Bezug auf eine Stärkung der Kompetenzen der Forstwirtschaft, Kompetenzen, die notwendig sind, um eine nachhaltige Waldbioökonomie zu haben. Nächste Folie. Vielen Dank. Die Strategie identifiziert eine Reihe von Aktionen und Initiativen,
die diese sozioökonomischen Funktionen der Wälder unterstützen. Ich werde einige hervorheben, nicht alle, denn ich würde dann, wir würden dann keine Zeit dafür haben. Ich werde mich auf einige davon konzentrieren. Im ersten Bereich die Förderung von langlebigen Holzprodukten. Zunächst einmal wollen wir eine Methode, eine robuste und durchsichtige, transparente Methode festzulegen, um diese Klimavorteile von langlebigen Holzkonstruktionen zu zeigen. Und das tun wir im Kontext der Überprüfung der Richtlinie zu den Bauprodukten. Ich glaube, das ist ein wichtiges Element, denn dadurch werden wir in der Lage sein, die Vorteile zu vergleichen und auch zu quantifizieren von Holz gegenüber anderen Baumaterialien. Eine zweite Aktion, die wir durchführen können, ist die Förderung der Forschung und der Innovation in Bezug auf nicht nur auf die Architektur und das Design, sondern auch in Bezug auf das Baumaterial. Und dafür haben wir schon ein Vorzeigeprojekt, in dem wir den Innovationsfonds nutzen. Der Innovationsfonds ist einer der wichtigsten Finanzfonds und das wichtigste Finanzprogramm für die Innovation von Kohlenstofftechnologien. Im Bereich der Holzressourcen für Bioenergieerzeugung haben wir auch eine Reihe von Aktionen vorgesehen im Programm, die sich alle darauf konzentrieren, die Bioenergie nachhaltiger zu gestalten. Zum Beispiel, wir werden die Umsetzung der Nachhaltigkeitskriterien überwachen, die es schon gibt. Diese Kriterien existieren schon seit 2018 und wir wollen sie näher überwachen, diese Kriterien, und wir wollen Maßnahmen ergreifen, wenn es notwendig sein sollte. Eine zweite Absicht oder Plan, den wir haben, ist Nachhaltigkeitskriterien, gestärkte Nachhaltigkeitskriterien zu verabschieden im Rahmen der Überprüfung unserer Richtlinie zu erneuerbaren Energien. Diese Überprüfung findet schon jetzt statt, diese Novellierung, und die Nachhaltigkeitskriterien werden dadurch gestärkt. Nächste Folie. Im dritten Bereich reden wir davon, die Nicht-Holz-Bio-Wirtschaft zu fördern, die Nicht-Holz-Produkte. Hier wollen wir Programme fördern, nicht nur nationale Programme, sondern auch regionale und subnationale Programme fördern, die in Bezug stehen mit der Produktion von Nicht-Holz-Produkten. Zweitens wollen wir ebenfalls die Zusammenarbeit zwischen dem Tourismussektor und den Besitzern von Wäldern und den Schutzdienstleistungen fördern, um eine neue Allianz zu schaffen zwischen dem Tourismus und der Forstwirtschaft. Hier wollen wir auch die Welttourismusorganisation mit einbringen. Das ist eine Agentur der Vereinten Nationen, die den nachhaltigen und zugänglichen Tourismus unterstützt. Und der letzte Bereich, die Stärkung von Kompetenzen. Hier hat die Kommission die Teilnehmer, die Forstwirtschaft gebeten, eine Kompetenzpartnerschaft einzugehen innerhalb des Pact for Skills. Das ist ein Entwicklungsmodell für Kompetenzen, was ziemlich vor kurzem verabschiedet wurde, erst im November 2020. Außerdem möchte die Kommission auch ein Toolkit etablieren für die Mitgliedstaaten, was es ermöglichen wird, die Mitgliedstaaten zu unterstützen bei Schulungsprogrammen oder Fortbildungsprogrammen und auch die Forstwirtschaft zu beraten
und all diese Schulungsprogramme anzupassen an die aktuelle Situation und auch in Hinblick auf die Herausforderungen in Zeiten des Klimawandels. Nächste Folie. Merci. Vielen Dank. Kommen wir jetzt zur zweiten Säule der Strategie mit dem Ziel, die EU-Wälder besser zu schützen, aufzuforsten und zu erweitern, aber auch den Klimawandel zu bekämpfen und den Biodiversitätsverlust umzukehren. In dieser Säule haben wir ebenfalls vier Bereiche identifiziert. Und der erste Bereich hat mit dem Schutz der letzten Primär- und alten Waldbestände zu schützen in Europa. Also das sind ältere Waldbestände in Europa. Im zweiten Bereich geht es darum, die Wälder neu herzustellen, also aufzufordern und sie anzupassen an den Klimawandel. Da geht es um schon existierende Waldbestände. Und der dritte Bereich hat mit der Wiederaufforstung zu tun von Wäldern und ihrer Biodiversität. Hier geht es um neue Wälder, die hergestellt werden sollen. Und im vierten Bereich, da geht es um Finanzanreize für die Besitzer und die Verwalter von Wäldern. Nächste Folie. Hier in dieser Säule schlagen wir eine ganze Reihe von Aktionen und Initiativen vor. In diesem Teil zum Schutz, Aufforstung und Erweiterung von EU-Wäldern. Es gibt eine Reihe von Aktionen hier in diesem Bereich, die nicht ganz neu sind. Zum Beispiel das Vorschlagen eines bindenden Rechtsinstruments für die Wiederherstellung der Ökosysteme. Das ist nicht neu, das stammt aus der Biodiversitätsstrategie von letztem Jahr, aber es wird hier wieder aufgenommen in unserer Wälderstrategie. Eine zweite Aktion besteht darin, die Primärwälder, also die alten Waldbestände, zu schützen. Und bevor dies möglich ist, muss man sie erst definieren. Man muss auch eine Kartografie vorsehen und wissen, wo diese Waldbestände sich befinden. Und die Definition dieser Primärwälder oder alten Waldbestände, da haben wir die Absicht, eine europäische Definition zu erreichen bis Ende des Jahres. Und diese Aktion zum Schutz der Primärwälder und alten Waldbestände, die stammt auch aus der Biodiversitätsstrategie. Und wir wollen auch eine Reihe von Richtlinien erarbeiten für die Mitgliedstaaten, Richtlinien für die Aufforstung und Wiederaufforstung und die auch die Biodiversität achten. Das sollte im ersten Quartal 2020, sagt der Redner, abgeschlossen werden. Wir wollen ebenfalls eine Definition erarbeiten und auch Richtlinien verfassen für Forstpraxen, die sich näher an der Natur befinden. Und das ist für das zweite Quartal vorgesehen. Und zu guter Letzt haben Sie schon von dieses 3 Billion Trees Pledge gehört, also die Verpflichtung, mindestens 3 Milliarden Bäume zu pflanzen bis 2030. Diese Initiative, die Grundlage davon ist die Pflanzung und die Entwicklung von guten Bäumen an einem guten Platz und auch passend zum Ziel. Diese Idee gibt es schon seit einiger Zeit, denn der Vizepräsident der Kommission, Herr Timmermans,
hatte das bereits angekündigt in seinem Interview oder in seinem Gespräch mit dem Europäischen Parlament, sogar bevor er zum Vizepräsidenten der Kommission ernannt wurde. Wir genießen also hier die politische Unterstützung für diese Initiative. Nächste Folie, bitte. Wir wissen alle, dass, ja, ich denke, die nächste Folie, bitte. Ja, genau. Die Strategie wird nie effektiv funktionieren ohne die nötigen Finanzanreize. Und ich werde einige vorstellen hier, einige finanzielle Anreize für die Forstwirtschaft. Zunächst einmal wissen wir, dass die Aufnahme der Fonds für die ländliche Entwicklung in den Wäldern ist heutzutage nicht optimal. Sie könnte besser sein und es gibt Fonds, die eigentlich gar nicht genutzt werden. Wir wollen zunächst versuchen, die Aufnahme dieser Fonds zu verbessern und den Einsatz dieser Fonds. Und hier möchten wir auch im Rahmen der Staatshilfen sehen, wo die Probleme liegen. Denn Sie wissen, dass einige Mitgliedstaaten eher Staatshilfen nutzen als diese Entwicklungsfonds. Und hier besteht auch die Möglichkeit, diese Regeln für die Staatshilfen zu überprüfen, um eventuell die Fonds aufzustocken. Zweitens möchten wir auch Aktionen, Waldaktionen in der künftigen GAP fördern. Sie wissen, dass die künftige GAP mehr Flexibilität verleihen wird den Mitgliedstaaten, um Maßnahmen zu ergreifen, die spezifisch angepasst werden an ihr Gebiet. Und drittens möchten wir auch die Einführung von Zahlsystemen, von Ökosystemleistungen einführen. Das möchten wir im Rahmen des GAP-strategischen Plans tun. Sie wissen, dass die Mitgliedstaaten vor Ende des Jahres strategische Pläne für die GAP vorlegen müssen, um zu zeigen, wie sie antworten wollen auf die Herausforderungen des Green Deals zum Beispiel. Und die Förderung von Zahlsystemen für Ökosystemleistungen wird eine zusätzliche Einnahmequellen sein für die Forstwirtschaft oder für die Besitzer, die Waldbesitzer. Wir wollen auch eine Studie durchführen zur Verhaltenswissenschaft im Hinblick auf die Nutzung von öffentlichen Fonds für die Forstwirtschaft. Und zwar über die Entwicklungsfonds hinaus. Das wird eine Studie sein über alle verfügbaren Fonds oder die zukünftig verfügbar sein werden für die Waldbestände. Und zu guter Letzt wollen wir auch die möglichen Hindernisse identifizieren, die durch die europäische Gesetzgebung gestellt werden und auch die Regeln im Zusammenhang mit den Staatshilfen. Und wir glauben, dass die Überprüfung der Richtlinien zu den Staatshilfen, die bald stattfinden wird, eine gute Chance bieten wird dafür. Nächste Folie, bitte. Ja, nächste. Noch eine weiter. Genau. Hier kommen wir zur dritten Säule der Strategie. In Bezug auf die strategische Waldüberwachung, Berichterstattung und Datenaufnahme. Das ist sehr wichtig, denn ohne eine ausreichende Datengrundlage auf europäischer Ebene
und von vergleichbaren Daten ist es sehr schwierig, die richtigen Entscheidungen für die Wälder zu treffen und eine Politik zu entwickeln, die auch wirksam ist. In diesem Fall haben wir drei Bereiche identifizieren können. Der erste Bereich, da wollen wir eine bessere Nutzung der Copernicus-Produkte haben. Sie können wahrscheinlich Copernicus, das ist das Programm der Europäischen Union, was Qualitätsdaten aufnimmt, eine bessere Nutzung dieses Produktes, aber auch anderer Fernerkundungsdaten zum Beispiel und auch die Boden überwachen. Also die Fernerkundungsdaten und die Boden überwachen und die Kombination zwischen beiden und die Ergänzung zwischen beiden Punkten. Der zweite Bereich, da geht es um die Entwicklung des Ökosystems, was wir schon haben, das FISE-System, Forest Information System for Europe, das heute schon operativ ist, aber das wir gerne erweitern möchten. Und der dritte Bereich, das ist vielleicht der wichtigste Bereich in dieser Säule, das ist ein neuer gesetzgeberischer Vorschlag für die Beobachtung von Wäldern, die Berichterstattung und die Datenaufnahme für strategische Pläne. Nächste Folie. Die Aktionen, die wir vorschlagen in Verbindung mit der Überwachung und der Berichterstattung, sind folgende. Wie ich bereits sagte, werden wir einen neuen legislativen Vorschlag machen, was die Beobachtung von Wäldern geht, Berichterstattung und Datenaufnahme, mit dem Ziel, ein koordiniertes System zu haben, und vergleichbare und harmonisierte Daten zu haben. Wir wissen, wir haben schon viele Daten, die auf nationaler Ebene verfügbar sind, aber sie sind nicht immer harmonisiert oder vergleichbar. In Bezug auf diesen neuen Legislativvorschlag möchten wir auch die Mitgliedstaaten bitten, strategische Pläne für ihre Wälder vorzubereiten. Das kann man vergleichen mit dem strategischen Plan für die GAP. Und wir wollen auch die Überwachung der Klimaauswirkungen im Rahmen des FISE-Systems stärken. Ein System, was schon funktioniert. Wir wollen es aber erweitern und wir wollen uns konzentrieren vor allem auf die Überwachung der Klimaauswirkungen in den Wäldern. Und im selben FISE-Rahmen, da wollen wir regelmäßig Bericht erstatten über die Situation der Waldbestände. Nächste Folie. Und diese Strategie, die beinhaltet auch eine Reihe von Enabling Elements, also Elemente, befähigende Elemente. Zunächst einmal haben wir ein starkes Forschungs- und Innovationsprogramm, dann haben wir einen Rahmen, wir wollen einen Rahmen schaffen für die Steuerung von Wäldern, was inklusiver und kohärenter ist. Und letztendlich wollen wir auch die Umsetzung des EU-Besitzstandes fördern. Also die Gesetzgebung, die wir schon haben, die aber nicht immer adäquat umgesetzt wird. Nächste Folie, bitte. Zunächst einmal zur Forschung und zur Innovation. Wir wollen natürlich in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und den Interessensvertretern ein Forschungs- und Innovationsprogramm einführen, was den Titel tragen wird, Planning Our Future Forest. Also wir wollen unsere künftigen Waldbestände planen. Und dabei geht es darum, den Forschungsbesitzstand definieren und auch die künftigen Prioritäten für die Forstwirtschaft. Also ein Forschungsprogramm.
Zweitens möchten wir auch eine Reihe von Komplementäraktionen umsetzen für die Unterstützung des Programmes Reduzierung der Katastrophenauswirkungen. Und hier denken wir nicht nur, aber auch an Waldbrände, ein Problem, das, wie Sie wissen, immer schwerwiegender wird. Und zuletzt im Rahmen der Forschung werden wir ein Programm zur Wissenschaft entwickeln über die Biodiversität. Wir wollen hier auch die Daten nutzen, die durch die Bürger aufgenommen werden. Wir wollen diese Daten nutzen, um unsere Forstpolitik zu entwickeln. Nächste Folie. Und noch ein paar Worte zum Governance-Rahmen. Zunächst einmal der Dialog mit den Mitgliedstaaten. Heute haben wir zwei Organe, den ständigen Forstwirtschaftsausschuss und die Arbeitsgruppe zur Forstwirtschaft und Natur. Wir haben vor, diese zwei Gruppen in eine Expertengruppe fließen zu lassen, die dann alle Ziele abdecken wird, die mit der Umwelt, mit den sozialen Aspekten und wirtschaftlichen Zielen zu tun haben. Wir wollen hier mehr Inklusivität fördern. Wir wollen auch die Polarisierung vermeiden, die leider existiert. Und wir wollen alle Personen an einem gleichen Tisch, am selben Tisch versammeln. In Bezug auf den Dialog mit der Zivilgesellschaft. Heute haben wir ebenfalls zwei Gruppen, die Civil Dialog ad hoc und dann haben wir the Working Group on Forest and Nature, die Arbeitsgruppe zur Forstwirtschaft und Natur. Das Ziel ist hier dasselbe. Wir wollen ein einziges Gremium haben, das inklusiver ist. Wir möchten alle am selben Tisch sitzen haben. Alle Interessen sollen da vertreten sein. Wir haben auch vorgesehen, dass diese zwei Gruppen sich regelmäßig treffen und wir möchten auch unsere Zusammenarbeit steigern mit einer Expertengruppe, die mit der Forstwirtschaftsindustrie zu tun hat. Wir wollen hier stärkere oder direktere Beziehungen haben zu dieser Gruppe, damit die Waldindustrie besser vertreten ist in diesen Diskussionen. Nächste Folie, bitte. Das ist jetzt die letzte Folie. Zum Besitzstand der Europäischen Union. Hier wollen wir die Umsetzung und die Anwendung des EU-Besitzstandes stärken, also die Gesetzgebung, die wir heute schon haben. Wir wollen den Dialog stärken zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten und der Kommission und auch europäischen Netzwerken, wie zum Beispiel der Umweltagentur, aber auch Polizei- und Richternetzwerke. Wir wollen außerdem unser Beratungssystem verbessern für die Mitgliedstaaten. Und dafür werden wir Instrumente für die technische Unterstützung nutzen, wie zum Beispiel das Programm TAIEX. TAIEX ist die Abkürzung für Technical Assistance and Information Exchange Instruments der Kommission. Das ist das Programm, was die öffentlichen Verwaltungen unterstützt in Verbindung mit der Umsetzung der europäischen Gesetzgebung. Sie sehen also, dass diese Strategie sehr weit gefasst ist und viele Initiativen und Aktionen beinhaltet. Diese Initiativen und Aktionen sind noch nicht alle detailliert entwickelt worden, aber sie werden dann in den nächsten Monaten entwickelt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Merci, thank you, gracias. Vielen Dank.
Marc, also wirklich sehr interessant. Also ein sehr umfassender, sehr kohärenter Vortrag. Es ist sehr interessant zu sehen, wie das entwickelt wird, wie das letztendlich umgesetzt wird. Also da steht noch viel Arbeit bevor. Und ich denke, dass dieses Thema auch immer wichtiger werden wird. Und jetzt kommen wir zur Präsentation von Katalonien, von Enric Badell, unserem Vizedirektor. Er wird sprechen über Brandprävention, Anpassung im Rahmen des Klimawandels. Bitte schön. Vielen Dank, Josep. Ich teile den Bildschirm. Können Sie das gut sehen? Ja. Ja, das sieht man gut. Gut. Wir werden über große Waldbrände sprechen aus Katalonien und auch über Ökosysteme und Resilienz gegen den Brand und die Brände. Ja, wie Sie wissen, ist Katalonien ein Bereich, wo es Mittelmeerklima gibt. Das heißt, dass die Waldbrände hier sehr häufig vorkommen. Und wir haben eine ganze Reihe von Eigenschaften, die dazu führen, dass Brände nicht nur ein natürliches Phänomen ist, sondern immer schlimmer wird. Wir haben 65% der Waldfläche mittlerweile, da traditionelle Landwirtschaft immer weniger wird. Wir haben eine hohe Bevölkerungsdichte, aber die auch sehr ungleichmäßig verteilt ist. Wir haben eine Stadt mit der dichtesten Bevölkerungsdichte, das ist Hospitalet bei Barcelona, und auch welche, also Gebiete mit geringer Bevölkerungsdichte, dann 20 Millionen Touristen das im Jahr. Das ist natürlich auch ein Beitrag für Waldbrände. Diese 20 Millionen Touristen kommen vor allem im Sommer. Und dann haben wir auch die Auswirkungen des Klimawandels, die nicht nur Auswirkungen hat auf Waldbrände, sondern auch auf die Wiederherstellung der Flächen. Das heißt, dass wir die Brandprävention und die Restauration unserer Waldflächen gut planen müssen. Ja, wie gesagt, wir haben eine ganze Reihe von Merkmalen, was das Risiko für Brände erhöht. Die Waldfläche wird immer größer und auch die Kraftstoffmenge der Wälder wird erhöht. Wir verlieren Freiflächen. Das heißt, dass die Waldkontinuität höher ist als gewünscht und wir verlieren auch den Zugang zu unseren Bergen, und im Brandfall sind die Löscharbeiten dadurch erschwert. Da wir eine so große Bevölkerungsdichte haben, wenn wir dann Waldbrände haben, haben wir wirklich Probleme mit der sogenannten Stadt-Wald-Kluft und dem Schutz der Menschen und der Infrastrukturen. Und außerdem gehen die Katalanen gerne in den Wald. Jetzt ist die Pilzsaison. Das heißt, dass wir auch eine große soziale Nutzung haben der Wälder. Das wird auch zu Gefahren, abgesehen vom Klimawandel. Hier unsere aktuelle Situation, was Brände angeht. Wir sehen hier in dieser Grafik immer jeweils 5 Jahreszeiträume von 1970 bis heute. Und wir sehen hier die Zahl der Brände, die schwarze Linie, also ab den 70er Jahren, wo der Brennstoff zugenommen hat. Und wir sehen, dass wir hier in der Grafik dargestellt die Flächen haben, die verbrannt wurden. Und dann ab 1994 gab es diese großen Waldbrände, also da waren sie schon gewesen. Und dann begann eine Politik gegen Waldbrände. Das hat Erfolg gehabt und dadurch haben wir Jahr für Jahr die Zahl der Waldbrände reduzieren können und haben auch die verbrannten Flächen nach und nach reduzieren können. Wenn wir diese Information für die einzelnen Jahre analysieren und nicht in 5 Jahreszeiträumen, sehen wir, dass bis zu den 90er Jahren
die Zahl der Brände sehr variabel war, aber die Tendenz war steigend und wir hatten einige Jahre mit sehr viel verbrannter Fläche. Und das waren normalerweise die Jahre, wo man am meisten Brände hatten. Dann ab 1990 haben wir Maßnahmen ergriffen und haben dann die Brände reduzieren können und auch die verbrannte Fläche. Und die Jahre, wo es diese Spitzen gibt, zum Beispiel 2012 oder 2003, dann liegt das meistens an einem Brand, maximal zwei Bränden, die wir nicht eindämmen können, wie gewünscht. Hier sehen wir die tägliche Zahl von Bränden im Laufe der Dekaden. Wir sehen, dass es Mitte Juni bis Mitte September das höchste Risiko gibt. Wir sehen hier die grüne Linie ab 2000. Wir weniger Brände hatten als in den 90er und 80er Jahren, dank unserer Maßnahmen. Und das sieht man auch hier in dieser Grafik. Ja, die ist sehr deutlich. Wir sehen die rote Linie. Das ist die Anzahl der kritischen Brandtage ab 1970. Und wir sehen, dass die Anzahl der kritischen Brandtage sehr gestiegen ist. Das heißt, dass die Brandsaison erweitert wird. Und in jeder Brandsaison haben wir mehr kritische Tage, wo es große Waldbrände geben könnte. Aber gleichzeitig ist es so, dass die Zahl der Brände von mehr als 0,1 Hektar verbrannter Fläche, das ist diese schwarze Linie, das hat abgenommen. Also der schwarze Bereich ist die Anzahl der Brände und das rote sind die Anzahl der kritischen Tage. Wir sehen, die Brände nehmen ab, aber die kritischen Tage nehmen zu. Ja, dann könnten wir natürlich denken, dass wir in Katalonien sehr gut mit Bränden umgehen können. Ja, und das stimmt, dass wir sehr gut in der Prävention von Bränden, in der Prävention von Ursachen sind, bei der Analyse des Risikos und der Vorhersage, was die kritischen Tage sind. Und dann können wir wirklich etwas bezüglich der Ursachen machen. Und außerdem haben wir ein Löschsystem, was international anerkannt ist, was sehr gut ist, was wirkt auf in den meisten Brandfällen. Ja, aber wir sehen auch, dass wir sehr effektiv sind bei der Prävention und bei der Löschung von Bränden. Aber es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Wir müssen agieren im Territorium. Das Risiko ist da und es wird auch immer größer. Und deshalb müssen wir handeln. Ja, um diese Situation anzugehen, hat man ab den 90er Jahren angefangen mit sogenannten PPPs, also vorrangigen Schutzperimetern. Es wurden 34 Waldgebiete identifiziert, wo es historisch mehr Brände gegeben hat. Und dann werden konkrete Präventionspläne und Infrastrukturpläne umgesetzt, um große Waldbrände zu vermeiden. Letztendlich möchten wir mit dieser Planung ja, schauen, wie wir agieren können, wenn es einen Waldbrand gibt, wie die Feuerwehrleute agieren können und um zu verhindern, dass diese ganzen Gebiete verbrannt werden. Und es hat auch direkte Investitionen und Subventionen von der katalanischen Regierung gegeben. Es gibt auch Verteilung der Gelder der Agrarpolitik zur Brandvermeidung und es geht darum, da auch Prioritäten umzusetzen bei der Verteilung dieser Subventionen an die Begünstigten. Ich möchte hier einen konkreten PPP-Planungsfall erklären. Hier, das ist der Fall der Albera und des Cap de Creus. Albera und Cap de Creus befinden sich im Norden Kataloniens, fast an der Grenze Frankreichs. Und die Merkmale sind folgende. Im nordwestlichen Teil haben wir
europäischen Verkehr, also die meisten, die aus Europa auf die Iberische Halbinsel kommen, gehen hier über die Jonquera. Es gab ja viele Waldbrände. Ein Waldbrand, 2000 Hektar verbrannt, begann an der Autobahn direkt. Und das liegt auch an der Costa Brava. Das heißt, dass es da viele Touristen gibt im Sommer. Wir haben Brände gehabt, wo Menschen auch gestorben sind, Touristen verstorben sind. Das heißt, dass das ein Gebiet ist mit sehr hohem Brandrisiko. Ja, was machen wir, wenn wir diese Perimeter planen? Also dann planen wir die historischen Brände und ja, wie die Brände auch sind. Und hier gibt es die Tramontana-Winde, die wirken auf die Brände. Und dieser Wind kommt von Europa und treibt das Feuer nach Südosten. Es wird analysiert, wie viele Brennstoffe es gibt, wie die Flächen sind, wo Ansiedlungen sind von Menschen, also wo Menschen leben. Und letztendlich werden dann Gebiete geschaffen, hier innerhalb der Zone. Und wenn es dann einen Waldbrand gibt, können wir sicherstellen, dass diese schwarzen Bereiche nicht überwunden werden. Und wir managen Brennstoffe und managen die Flächen, damit wir verhindern können, dass die Brände sich ausbreiten, also mit technischen Maßnahmen, mit Wasser etc. werden diese Maßnahmen dann umgesetzt. Und wenn wir erstmal die Analyse durchgeführt haben, sehen wir hier einen strategischen Punkt, wie wir es nennen. Das sind die strategischen Maßnahmen für den Brandfall. Also das ist ein Gebiet zwischen dem Schutzgebiet Albera und dem Schutzgebiet Cap de Creus. Cap de Creus ist ein Naturpark und muss natürlich besonders geschützt werden vor Bränden. Und was haben wir hier in diesem Gebiet? Wir haben diese grünen Gebiete, das sind die Sicherheitszonen und da gibt es Möglichkeiten für die Löschung. Und wenn die Feuerwehrleute in Gefahr sind, wissen sie, dass sie sich dort schützen können und sich auch retten können. Denn leider haben wir auf der Iberischen Halbinsel oft auch Todesfälle unter den Löschteams. Und ja, es werden Zugangswege geschaffen und auch Wasservorkommen für LKWs und auch für Flugzeuge, Löschflugzeuge. Und es geht darum, dass wir auch die Brennstoffmenge reduzieren, damit wir sicherstellen, dass wenn ein Brand in einem dieser abgegrenzten schwarzen Gebiete sind, das nicht übergreift auf das nächste Gebiet. Ja, das ist ein Beispiel dessen, was wir normalerweise machen in den Gebieten. Hier oben sehen wir ein Waldgebiet. Was wurde gemacht? Die Walddichte wurde verringert und auch eine Entbuschung hat stattgefunden. Also horizontal und vertikal wurden die Brennstoffe reduziert. Also man möchte in diesen Gebieten die Stärke des Feuers, des Brandes reduzieren. Dann kann man das auch besser löschen, wenn ein Brand sehr stark ist. Dann kann man das kaum löschen, also weder mit Wasser noch mit anderen Maßnahmen. Aber wenn die Intensität abnimmt, dann können wir agieren. Wir versuchen auch die Straßen und die Wege im guten Zustand zu halten, damit die Löschfahrzeuge da fahren können. Und hier sehen wir Wasserspeicher, das sehen wir unten rechts. Das sind diese Sicherheitsgebiete, wo die Löschteams sicher sein können oder Schutz suchen können im Gefahrenfall. Und hier sehen wir diese Bilder. Hier oben auf dem Bild sehen wir, dass hier also die Vegetation entfernt wurde. Wir möchten damit verhindern, dass es sekundäre Brennpunkte gibt, die dann übergreifen auf die andere Seite. Also es ist so, dass wir durch diese Maßnahmen es schaffen, dass die Stärke des Feuers reduziert wird und damit verhindert wird, dass es sich weiter ausbreitet selbstständig. Und wir suchen auch Synergien mit Weidegebieten, mit landwirtschaftlichen Gebieten.
Parasiten und verändern die Vegetation, damit wir bessere Löschmöglichkeiten dadurch haben. Jahr für Jahr setzen wir viele Hektar solcher strategischer Gebiete um. Aber natürlich besteht das Problem, dass die Vegetation weiter wächst. Und natürlich brauchen wir auch die CO2-Bindung. Aber wir müssen das instand halten, sonst verlieren diese Gebiete nach 3 bis 5 Jahren ihre Funktionalität. Es gibt 2 Möglichkeiten für die Instandhaltung. Wir könnten einen Traktor oder Personal mieten, die da entbuschen und die Instandhaltung machen, oder dort, wo es noch extensive Viehhaltung gibt, wie auf diesem Bild, dann kann man sicherstellen, dass über das Vieh diese Instandhaltung gemacht wird, also über das Weiden, und dass man dann handelt. Und abgesehen von unseren strategischen Maßnahmen investieren wir auch in Infrastruktur für das Vieh, also Wasserstellen, Tränken und Zäune etc., damit sie die notwendigen Bedingungen auch vorfinden. Und das wird auch mit Hilfen gemacht und Subventionen, denn die Qualität von Weide ist hier nicht so gut, und deshalb unterstützen wir mit Infrastrukturen, mit Wasser, und auch über den landwirtschaftlichen Entwicklungsplan wird er unterstützt, damit das ländliche Leben entwickelt wird. Was möchten wir? Wir möchten einfach diese Landschaft wiederherstellen, die wir vor Jahrzehnten hatten, wo es Felder gab und Wälder. Aber die landwirtschaftliche Nutzung anders war, und das verhinderte große Waldbrände. Und wir versuchen mit diesen strategischen Zonen oder Gebieten genau das nachzuahmen. Aber uns ist auch klar, dass die einzige strukturelle Lösung langfristig gegen diese großen Waldbrände und alle Auswirkungen der Waldbrände es ist, dass wir versuchen, resiliente Landschaften zu schaffen. Also dass nicht nur die Forstwirtschaft eine Rolle spielt, sondern auch die Landwirtschaft und die Viehwirtschaft. Wir wissen, dass das der einzige Weg ist. Es ist schwierig, aber es ist der einzige Weg, um wirklich ein sicheres Land zu haben und vor Waldbränden geschützt zu sein. Und jetzt am Ende haben wir ein Video von 1 Minute, und wir sehen, wie wir diese strategischen Gebiete umsetzen, die ich erwähnt habe. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, und jetzt kommt das Video. Kümmern wir uns um die Wälder. Wälder und Weiden. Brandverhütung. Wir befinden uns im Albera-Massiv, auf der dem Meer zugewandten Seite, historisch sehr von Bränden heimgesucht. Und was wir gemacht haben, war die Reduktion der Kieferndichte aus dem bestehenden Kiefernaufwuchs. Eine Entbuschung, ein starker Rückschnitt wurde gemacht durch die offizielle Gruppe für die Verhütung von Waldbränden. Das geschieht durch die Verstärkung der Vitalität des Bestandes und auch die Anfälligkeit der Bestände für Schädlinge, Trockenheit, insbesondere angesichts des Klimawandels, zu verringern, und auch die Anfälligkeit für Waldbrände. Ja, wo sind wir hier? In einem reichen Lebensraum in Bezug auf die biologische Vielfalt. Es gibt 2 geschützte Arten. Ja, und das wurde in Anbetracht der Tatsache getan, dass es hier Kuhherden gibt, Wanderkuhherden, und sie kommen hierher, und das ermöglicht uns, diese strategischen Gebiete instand zu halten, und die Landwirte konzentrieren sich auf das Weiden in diesen strategischen Gebieten, die uns interessieren. Wir versuchen einfach, diese Symbiose zu schaffen, indem wir Weideflächen zurückgewinnen, die für den Landwirt und die Tiere gut sind und die uns auch helfen, die Nutzungsdauer dieser Infrastrukturen zu erhalten und zu verlängern.
unter Berücksichtigung der Erhöhung oder Erhaltung der Artenvielfalt oder der Verhinderung von Waldbränden. Nun, wir kommen im Winter aus den Bergen von Ripores runter mit unserem Vieh, denn dort ist es sehr rau. Der extensive Viehbestand, der ist hier draußen, den Kühen geht es viel besser. Ja, beim Weiden leisten die Kühe einen unschätzbaren Beitrag, weil sie die Brandgefahr verringern. Sie grasen und reinigen die Biomasse am Boden, die ja trocknet. Das ist eine tickende Zeitbombe und wenn das im Sommer brennt, können wir nichts tun. Vielen Dank, Enric. Sehr interessant. Vielen Dank für die Präsentation und für das Video. Und jetzt kommen wir zu der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Herr Cassett wird sprechen über die Initiative Silactis. Loïc, Mathieu, bitteschön. Je laisserai Mathieu commencer. Ja, ich lasse Mathieu anfangen. Ja, guten Tag an alle. Wir werden diesen Vortrag zu zweit halten, denn das Projekt begann in der Region Rhône-Alpes, was jetzt einen neuen Namen hat, Auvergne-Rhône-Alpes. Und später wird Loïc den Verband Silvact vorstellen mit den Strategien und Aktionen, die sie durchführt. Loïc, könnten wir auf die nächste Folie gehen? Ja, nur eine kurze Präsentation des Waldes in Auvergne-Rhône-Alpes und dieses Sektors, damit Sie einige Zahlen haben auch. Es ist wirklich eine sehr nützliche Chance, um diese verschiedenen Erfahrungen und Kenntnisse zu teilen und das auch auf europäischer Ebene zu tun, ist wirklich sehr bereichernd. In Auvergne-Rhône-Alpes haben wir ungefähr 2,5 Millionen Hektar Wald, 36% unseres Gebietes. Und wir haben vor allem private Waldbestände zu 80% mit 20% öffentlichen Wäldern. Und eins der Eigenschaften unserer Wälder ist, dass sie vor allem Bergwälder sind. Wir haben die Alpen, wir haben den Jura und das Zentralmassiv. Wir haben fast 60% unserer Wälder, die auf kleinen oder größeren Bergen stehen, also schwer zugänglich. Und wir haben auch sehr wichtige Waldbestände mit fast 500 Millionen Kubikmeter, mit vor allem Laubbäume und 40% Nadelholz und auch 1,9 Millionen Kubikmeter für Schnittholz. Denn normalerweise haben Laubbäume werden schwieriger verkauft. Und dann haben wir hier das Industrieholz, das Bauholz für den Bau von Möbel. Das liegt bei 1,9 Millionen Kubikmetern und wir haben ungefähr 45.000 Arbeitsplätze in dieser Region und wir haben auch eine ganze Reihe von Sägewerken. Das, damit Sie einen Kontext haben. 2012 haben wir eine neue Politik definiert für den Holz-Wald-Sektor und wir hatten schon Hilfen für die Unternehmen, für die Forstwirtschaft auf der regionalen Ebene und wir wollten dann eine neue Achse eröffnen, die auch sehr mit der europäischen Strategie übereinstimmt. Wir wollten hier die Produktion des Bauholzes und die Ökosystemleistungen fördern. Wir wollen hier die Nachhaltigkeit fördern. Wir wollen auch die Bedürfnisse der Bevölkerung, die Umwelt und die Produktion unter einen Hut bringen. Wir haben uns überlegt, ein neues Tool für Investitionen zu schaffen, denn die sind wichtig, um diese ganzen Waldbestände zu erhalten. Und die Region selber verfügt nicht über genügend Mittel. Wir haben uns ein neues System überlegt, um Mittel zu bekommen, und zwar indem wir vor allem die Rolle der Kohlenstoffbindung hier betrachten. Wir haben einen Ausschuss geschaffen 2013, 2014. Das wurde dann validiert von den regionalen Politik, um eine unabhängige Struktur zu schaffen, die sich wirklich mit diesen Investitionen beschäftigen kann und den Ökosystemleistungen. Der Verband, der jetzt hier vorgestellt wird, wurde 2015 gegründet
und wir begleiten weiterhin diese Region mit anderen Partnern, die diese Partnerschaft erweitern wollten, damit es wirklich zu einem unabhängigen Verband wird, der von öffentlichen und privaten Quellen finanziert wird. Ja, vielen Dank, Mathieu. Ich hoffe, dass Sie mich gut hören können. Ja, SILVACT entstand 2015 mit diesem Ziel, diese positiven Forstwirtschaftsaktionen in Auvergne-Rhône-Alpes zu fördern. Die Eigenschaft von SILVACT ist, dass es als ein Gremium von allgemeinem Interesse erkannt wurde von Frankreich. Und es geht hier um die Erhaltung der Wälder durch eine angepasste Forstwirtschaft. Und außerdem haben wir hier, wie Sie sehen können, diese ganzen Gründer und Sponsoren. Wir haben eine große Bank dabei, auch die Region etc. SILVACT verwaltet keine Wälder. Was wir tun, ist es vor allem Mittel zu beschaffen, private und öffentliche Mittel von Partnern, die hier mitwirken möchten und die uns diese Fonds zur Verfügung stellen und auch eine öffentliche und private Forstwirtschaft, die dazu beiträgt, diese Ökosystemdienstleistungen zu beschaffen. Wie funktionieren wir? Das ist die Eigenschaft unseres Verbandes. Wir arbeiten nicht auf regionaler Ebene, sondern auf Waldbestandsebene. Vorhin wurde das erwähnt. Wir versuchen zum Beispiel homogene Waldbestände zu identifizieren und ihre Problematik zu definieren. Wir wollen uns hier auch lokal abstimmen, denn wir müssen die lokalen Forstwirtschaft hier ansprechen, zum Beispiel die Jagdverbände, die Tourismusämter etc. Und wir wollen uns fragen, was erwarten wir von unseren Wäldern? Wie wollen wir, dass sie sich entwickeln? Was ist ihr Wert und wie können wir es nachhaltig gestalten? Und nach dieser Abstimmung werden Herausforderungen identifiziert für jedes Gebiet, die vor einem wissenschaftlichen Regionalausschuss vorgestellt. Darüber werde ich noch sprechen. Und in einer zweiten Phase werden sie bestätigt. Und wir beschaffen die Mittel, um diese Maßnahmen zu finanzieren in diesen Waldbeständen, die gewählt wurden. In einer ersten Phase gibt es eine lokale Abstimmung, die sehr wichtig ist für SILVACT. Wie ich sagte, werden hier nicht nur Professionelle einbezogen, Fachkräfte. Wir wollen auch Gespräche führen, um uns dem Gebiet zu nähern und auch die Spezifizitäten dieser Waldbestände zu definieren. Wir versuchen, dieses allgemeine Interesse zu verfolgen. Wir wollen einen lokalen Konsens schaffen, die dann für die Maßnahmen, die finanziert werden, und sehen, wie angebracht sie sind in Anbetracht der lokalen Akteure, die sehr vielfältig sind. Wir haben die Forstwirte, aber wir haben auch die Politiker, wir haben Polizeiämter und so weiter und so fort. In einer zweiten Etappe haben wir diesen wissenschaftlichen Ausschuss und technischen Ausschuss auf regionaler Ebene, der besteht aus Forstwirten, aber auch aus Naturschutzverbänden, dem Staat. Und da geht es darum, dass die Vorschläge, die gemacht werden in den Waldbeständen, in diesem territorialen Projekt, dass sie kompatibel sind mit der größeren Forstwirtschaftspolitik und dass sie auch dem allgemeinen Interesse entsprechen. Wir haben drei Indikatoren, die Vorteile für eine potenzielle Linderung des Klimas und auch die Modelle, die finanziert werden, dann die Vorteile einer potenziellen Biodiversität mit dem gleichen Ziel und die Vorteile, die möglichen sozioökonomischen Vorteile. Da geht es um den Schutz der Bevölkerung, aber auch der Qualität dieser Investitionen, die begleitet wird, immer in Anbetracht des Klimawandels. Das Projekt, dieses territoriale Projekt, wird bestätigt von diesem wissenschaftlichen Ausschuss.
in einem Gebiet. Das kann ein Waldbestand sein, ein Naturpark, eine Kommune mit einer lokalen Forstwirtschaftsstrategie. Da wird dann dieses Projekt aktiviert und es wird zugänglich für die lokalen Forstwirte, die dann Zugang haben zur Finanzierung, um diese Verwaltungsmodelle umzusetzen. Ja, die Mittelbeschaffung ist eins der Eigenschaften unseres Verbandes. Wir fragen uns, wie wir neue Mittel beschaffen können für unsere Waldbestände, denn heutzutage, das haben wir ja gesehen, fragen wir uns alle, wie können wir unsere Waldbestände besser verwalten gegenüber dem Klimawandel und der Vielfalt dieser Herausforderungen, die es aktuell gibt. Wir beschaffen Mittel bei öffentlichen Gremien, bei den Ballungsräumen, aber auch bei privaten Unternehmen und Bürgern. Und dieses allgemeine Interesse von CILVAC führt dazu, dass wir keine Gegenleistung anbieten. Wir kompensieren hier keine Kohlenstoffemissionen oder es gibt keine Sponsoraktivitäten, wie es vielleicht bei anderen Mechanismen der Fall ist. Der Verband CILVAC begleitet nicht eine Maßnahme, sondern wir verfolgen das in der Zeit. Und das ist wichtig, weil das Interesse einer konkreten Maßnahme kann nur mit der Zeit sichtlich werden. Eine Entbuschung zum Beispiel oder andere Maßnahmen. Da müssen wir uns richten nach der Typologie des Waldes. Es ist wichtig, hier die Forstwirte in der Zeit zu begleiten, um konkrete Ziele dieses Verwaltungsmodells zu erreichen. Also die Nutznießer von CILVAC, die verpflichten sich 10 Jahre lang dieses Ziel zu verfolgen. Das heißt, dass ein Besitzer mehrere Hilfen bekommen kann innerhalb dieser 10 Jahre. Eine weitere Eigenschaft hat mit der Vielfalt von Fonds zu tun, die wir beschaffen, öffentlich und privat. Und dafür brauchen wir einen Kontrollplan, um die gute Nutzung dieser Fonds sicherzustellen. Und deshalb wird 30% dieser Finanzdossier durch ein drittes Unternehmen kontrolliert und überprüft. Und dadurch können diese langfristigen Ziele auch erreicht werden. Wir entschuldigen uns als Dolmetscher, der Ton ist ziemlich schlecht. Wir tun, was wir können. Die Arbeitsachsen, wir versuchen, die Mischbevölkerungen zu fördern, die Mischbestände zu fördern. Wir wollen natürlich auch eine natürliche Regenerierung fördern. Wir wollen auch die Pflanzungen kontrollieren. Die sind nämlich sehr kostspielig und wir wollen versuchen, hier auch die Eigenschaften gut zu berücksichtigen. Wir müssen natürlich das Klima berücksichtigen, aber in vielen Waldbeständen gibt es konkrete Eigenschaften, die das Gelingen dieses Projektes beeinträchtigen können. Dann gibt es auch die Walddichte, darüber wurde auch gesprochen. Wir verlieren leider den Ton des Redners. Der Klimawandel schreitet in unterschiedlicher Geschwindigkeit voran. Wir versuchen, die mechanischen Maßnahmen nicht so sehr einzusetzen. Wir wollen, wie gesagt, respektvoll umgehen mit der Qualität des Bodens. CILVAC gibt es seit 2015. 2016 fanden die ersten Maßnahmen statt. Wir haben über 4.500 Hektar begleitet. Sie sehen hier die Karte mit den Waldbeständen. Hier sehen Sie, wo wir tätig sind. Wir haben 3,4 Millionen Mittel beschaffen, öffentlich und privat, die dann umgesetzt wurden mit der Hilfe von 500 Besitzern oder Forstwirten, sowohl privat als auch öffentlich. Ja, und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
für diesen Vortrag und Mathieu und ich stehen Ihnen gerne zur Verfügung, falls es mehr Fragen geben sollten. Vielen Dank. Merci, Mathieu. Loic, certain molt interessant, 4.500 hectàrees de gestió. Ja, vielen Dank, Mathieu Loic. Und das ist wirklich ein sehr umfassendes Gebiet und die Wiederherstellung, die dort gemacht wird, ist wirklich außerordentlich sehr ähnlich wie die europäische Strategie, die vorgestellt wurde heute. Und jetzt kommen wir zu Baden-Württemberg. Dr. Hartebrot wird über die Modellregion sprechen. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank zunächst mal für die Gelegenheit, unsere Modellregionen hier vorzustellen. Und so, jetzt bin ich auf der Startseite. Ja, wir versuchen da im Bereich Risikomanagement, insbesondere unter dem Themenkomplex Prävention und Vorbereitung, einiges zu tun. Ich rede in Deutsch. Sie kriegen die Übersetzung. Die Folien sind, damit Sie ein bisschen mehr davon haben, in Englisch. Wo setzen wir auf? Natürlich, wie bei den Vorrednern, ist auch uns bewusst, dass wir eine höhere Wahrscheinlichkeit von natürlichen Störungen haben. Wir haben gelernt, dass sich diese einzelnen Störungen regional und über den Zeitstrahl immer sehr stark unterscheiden und dass es insofern nicht möglich ist, irgendwelche Standardverfahren zu entwickeln, die man aus der Schublade holen kann, um dann perfektes Krisenmanagement zu machen. Wir wissen auch, dass in den meisten Regionen für die meisten Waldbesitzer noch überhaupt keine Überlegungen bestehen, wie man mit solchen Krisen künftig umgeht. Wir mussten auch immer wieder feststellen, dass es der normale Zustand ist, dass man erst an die Krise denkt, wenn sie schon eingetreten ist. Von unserer wissenschaftlichen Seite mussten wir leider auch feststellen, dass wir doch eine große Lücke haben zwischen dem, was die Wissenschaft schon weiß und dem, was die Forstpraxis aufgenommen hat. Und das ist gerade im Bereich von natürlichen Störungen, die auch Zivilschutzbelange betreffen, insbesondere Waldbrand, aber auch Sturm, immer wieder erkennbar geworden, dass die Kooperation und die wechselseitige Kenntnis der einzelnen Akteure vergleichsweise gering ist. Und gerade so in der letzten Großkalamität Dürre Borkenkäfer ist auch erkennbar geworden, dass das öffentliche Interesse, aber auch das Interesse der NGOs an der Art und Weise, wie man mit der Krise umgeht, deutlich gewachsen ist. Wir also mittlerweile eine sehr öffentliche Diskussion über den Umgang haben und auch die Frage, ob es überhaupt Sinn macht, aktiv zu werden, wird immer wieder gestellt. Wir haben auch lernen müssen, gerade von uns auf der Wissenschaftsseite, dass es schon eine Art strukturellen Konflikt gibt. Die Wissenschaft tendiert dazu, sehr komplexe und umfassende Methoden vorzuschlagen, um mit solchen Krisen und dem Klimawandel umzugehen, während die Praktiker verständlicherweise sehr, sehr einfache Lösungen suchen. Eine Checkliste, einen einheitlichen Plan, der aber, wie bereits gesagt, kaum funktionieren kann. Da sind wir ein bisschen eingestiegen, woher eigentlich diese Lücke kommt. Und in der eigenen kritischen Reflexion haben wir festgestellt, dass viele dieser Verfahren, die bisher entwickelt wurden, zunächst damit starteten, dass man eher im Bereich der Wissenschaft über Forschung und Entwicklungsaktivitäten einen Plan entwickelt hat. Dann gab es eine kurze Phase, wo man mit mehr oder weniger, oft eher weniger Erfolg versucht hat, diese neuen Verfahren zu implementieren. Und dann die Praktiker relativ schnell mit diesen neuen, oft noch zu neuen Verfahren dann allein gelassen hat. Wir haben, wie schon erwähnt, festgestellt, das klappt so minderprächtig gut. Und insofern haben wir versucht, einen neuen Ansatz zu finden, um da mehr neue Erkenntnisse in die Praxis zu bringen.
Standardkonzept ist also, dass wir die Wissenschaft brauchen und nehmen, um nach geeigneten Methoden zu suchen. Dass wir aber ganz stark einbeziehen, dass die Forstpraktiker sehr, sehr gut Bescheid wissen über den regionalen Kontext und über die eigenen Wälder. Und daraus soll im Prinzip was entstehen, was wir als regionalen Krisenmanagementplan benennen. Wir haben uns da eines Konzepts aus der sogenannten Aktionsforschung bedient. Und der Unterschied ist im Grundsatz, dass man sofort mit der Aktion beginnt, dann im laufenden Prozess nachschaut, was funktioniert, wie entwickeln sich die Dinge, dann eine Art praktische Theorie entwickelt, ein bisschen ein Widerspruch in sich, aber in diesem Ansatz sehr erfolgversprechend, dann daraus wiederum Konsequenzen und weitere Aktivitäten entwickelt und dann wieder in veränderte Aktionen einsteigt. Wie in Nebenstehen zu sehen ist, handelt es sich dabei im Prinzip so um einen wiederholten Loop. Insofern die Verfahrensweise ganz, ganz anders als in diesem schon geschilderten konsekutiven Ansatz. Wissenschaft und Praxis sind sofort und gleichberechtigt eingebunden in diese Entwicklungen. Man versucht im Dialog zu einer gemeinsamen Definition des Problems zu kommen, darauf aufsetzen, dann gemeinsame Ziele zu entwickeln, was innerhalb dieses regionalen Krisenmanagementplans entwickelt werden soll. Daraus dann in einer initialen Phase schon Methoden und Verfahren, Prozesse abzuleiten, um das in einer weiteren oder sogar mehreren Pilotwellen anzuwenden. Immer noch eben in sehr engen Dialog und permanenter Austausch zwischen Praxis und Wissenschaft, während dann erst nach einer sehr, sehr langen Laufzeit dann die Handhabung und die Umsetzung des Krisenmanagementplans dann zu den Praktikern, seien dies nun forstliche ausgebildetes Personal oder seien es Waldbesitzer, übergeht. Die Vorteile sind für uns offenkundig geworden. Wir haben definitiv anwendbare Resultate. Die Nutzbarkeit der Verfahren ist direkt höher, weil natürlich eben mit den Praktikern und im laufenden Prozess Entwicklungen eben stattgefunden haben. Und diese Vorgehensweise wirkt sich auch auf die Motivation der Beteiligten sehr, sehr positiv aus. Mit dann eben großen Vorteilen im Bereich, wie weit die Leute sich mit diesen Verfahren verbunden fühlen und diese Verfahren dann auch dauerhaft anwenden. Das ist auch so ein wahrgenommenes Problem, dass man in den Projekten oft noch aktiv ist, aber dann die ja langfristig notwendigen Prozesse oft nicht auf Dauer durchgeführt werden. Und klar ist auch, das leitet sich so ein bisschen aus der Praxis ab, man hat lauffähige Beispiele und es ist, um andere Leute zu überzeugen, andere Kollegen zu überzeugen, immer das Beste, wenn man sagen kann, ja, andere haben das auch schon gemacht. Es ist kein Theoriemodell. Wo Licht ist, ist aber natürlich auch Schatten. Durch die Einbindung und den Dialog und die Suche nach regional anpassbaren Lösungen arbeitet man sicherlich mit einem geringeren, tiefen methodologischen Hintergrund. Damit ist es schon so, das nehmen wir auch wahr, dass man sicherlich nicht das volle Potenzial der möglichen Verbesserung oft ausschöpfen kann, weil einfach Kompromisse für die Umsetzbarkeit erforderlich sind und weil, wie erwähnt, wir im konkreten regionalen Kontext arbeiten, ist auch oft keine direkte Übertragbarkeit in andere Regionen gegeben, beziehungsweise man muss sich zumindest bewusst sein, dass für die Übertragung unter anderen Bedingungen immer eine neue Kontextualisierung notwendig ist. Wie arbeiten wir mit dem Konzept in Baden-Württemberg? Wir haben derzeit 3 Modellregionen ausgewiesen mit unterschiedlichen
thematischen Schwerpunkt. Im Norden, das ist die trockenwarme Rheinebene, befassen wir uns mit dem Thema Waldbrand. Im Süd, im mittleren Westen des Landes, das ist der Ochtenau-Kreis, ein sehr gemischter Landkreis, beginnend in der Rheinebene, aber dann durchaus hinaufreichend bis um die 1000 Höhenmeter, befassen wir uns mit dem Thema Windsturm und Verkehrsinfrastruktur. Und im Süden des Landes gab uns die traurige Gelegenheit einer nun fast 3- bis 3,5-jährigen Borkenkäferkalamität die Möglichkeit, aber auch die Notwendigkeit, uns mit diesem Schadkomplex zu befassen. Und wie erwähnt, und das ist jetzt eben die Umsetzung der Gedanken der Modellregionen, man arbeitet zunächst im relativ engen räumlichen Kontext, um dann die Erkenntnisse und die Methoden in die Fläche auszurollen. Dabei aber durchaus unter dem Bewusstsein, dass es nie eine 1-zu-1-Kopie der dort gewonnenen Verfahren, Prozesse und Erkenntnisse ist, sondern dass es ist, bevor dann eben neue regionale Krisenmanagementpläne entstehen, immer eine Anpassung, eine Überlegung braucht, was ist gut, was können wir anwenden und was passt nicht. Zusätzlich kommt, dass in den einzelnen Modellregionen immer einzelne nützliche Tools, Verfahren, Prozesse entstehen, sodass auch über die Nutzung im Rahmen von neuen Krisenmanagementplänen oft auch einzelne Verfahren in anderen Raumschaften genutzt werden können. Was sind nun die Charakteristika, wenn wir mit solchen Modellregionen arbeiten? Im Unterschied zu einem direkten Arbeiten auf der vollen Fläche ist das Konzept, dass wir mit sehr, sehr viel Input in einer kleinen Region arbeiten. Das sind sehr, sehr konkrete Projekte, die mit einer höheren finanziellen und Human Resource Kapazität ausgestattet sind, als man das vielleicht bei einer direkten Umsetzung landesweit hätte. Wir verfolgen, wie bereits erwähnt, in den Modellregionen wirklich eine zweiseitige Zielsetzung. Wir versuchen, eine sehr schnelle, frühe Übernahme neuer Technologien in einer Region zu erreichen, um dann damit eine Art Werkzeugkasten zu füllen, der dann in anderen Regionen genutzt werden kann. Und das zeigt sich jetzt auch schon als ein Erfolg dieses Ansatzes. Dadurch, dass schon praktische Umsetzung entsteht, kann man diese Beispiele auch nutzen, um dort Trainingsveranstaltungen, Exkursionen zu machen, um dieses eben auch zu zeigen, dass die Sache funktioniert. Ein weiteres wichtiges Element in diesen Modellregionen ist das Thema Partizipation. Ich hatte erwähnt, dass eben der Bereich des Managements nicht mehr unumstritten ist. Es ist auch so, dass manche Maßnahmen des präventiven und proaktiven Krisenmanagements durchaus sichtbar und damit auch umstritten sind. Es bestehen natürlich, und es ist nicht vorwerfbar, auch relativ wenige Kenntnisse bei den verschiedenen Akteuren, was Krisenmanagement erfordert. Und auch eine Feststellung, gerade auch bei den aktiven Akteuren, auch in den Zivilschutz hinein, aber auch in Richtung Naturschutz, die eigene Rolle und die eigenen Möglichkeiten, sich im Sinne eines proaktiven Krisenmanagements zu engagieren oder aber auch solches zu verhindern, sind nicht bewusst. All dieses kann man überwinden, indem man die Akteure, wie geschildert, vom Beginn an integriert, im Wege der gemeinsamen Zielsetzung eben auch zum Teil des Verfahrens macht. Und was wir sehen, es ist also durchaus auch unter der Thematik Krisenmanagement möglich, die klassischen Funktionen der Partizipation, sei dies Information, das Lernen, aber auch die Identifikation mit den Prozessen erreichen kann. Klar ist auch,
Manche Dinge sind nicht basisdemokratisch bestimmbar. Insofern muss, wie bei jedem guten Partizipationsverfahren, natürlich am Anfang offengelegt werden, wie weit die Partizipation hier reichen kann. Ja, insofern kann man sagen, wir setzen voll auf den Prozess der Entwicklung. Also der Prozess hat Recht. Einfach aus der Kenntnis heraus, jede Region ist anders, jede Situation ist anders. Und insofern setzen wir darauf, dass die Akteure auch die Fähigkeit entwickeln, schnell neue Pläne zu entwickeln. Ebenfalls jeweils in partizipativen Herangehensweisen. Was wir gelernt haben, ist, es ist wichtig, dass man die Leute kennt, mit denen man später arbeiten will. Insbesondere die Leute kennt, mit denen man in einer akuten Krisensituation arbeiten muss. Und das spielt etwas auf das Thema Vertrauen an. Der Satz, den wir gerne nutzen, ist aus dem Englischen direkt genommen, make friends before you need them. Am Ende meiner Präsentation einfach ein Beispiel, wie so ein Krisenmanagement aussehen kann. Sie sehen hier, was wir eine Prozesslandschaft nennen, die über die vier Phasen des Krisenmanagements zunächst reicht. Die X-Achse, die Prävention, Präparation, Intervention und Wiederherstellung umfasst. Und dann weisen wir drei Ebenen der Aktion aus. Das sind zum einen in diesem Fall Windsturm und Verkehrsinfrastruktur. Das sind die Wälder und Straßen. Das sind die organisatorischen, institutionellen Aspekte und das Umfeld, die Gesellschaft, aber auch die natürliche Umgebung. Und dann, das sind die einzelnen Boxen, sind es einzelne Aktivitäten, die dazu beitragen können, eben die Probleme, die im Falle sich um das Themenfeld Windsturm hier ereignen, eben anzugehen. Das ist ein bunter Strauß von der Kontrolle von Straßen, aber auch eben von kommunikativen Maßnahmen, von einer Festlegung einer gemeinsamen Krisenkommunikation, die in diesem Feld wichtig sind, und die Linien in diesem Plan zeigen auch die wechselseitigen Abhängigkeiten. Die andere Signatur, und da sieht man schon an diesem relativ einfachen Beispiel, wie vielfältig die Akteure sind, die einzelnen Kästchen signalisieren, wer in diesem jeweiligen Prozessschritt eine Rolle spielt und zu beteiligen ist. Und Sie sehen hier, wenn ich die Legende vergrößere, dass das doch eine relativ bunte Gruppe ist, beginnend von der Feuerwehr, der Straßenbehörde, der Forstverwaltung, privaten oder kommunalen Waldbesitzern, Polizei und Krisenmanagementzentrum, aber auch das Technische Hilfswerk und die Bundeswehr waren zum Beispiel in den Prozess eingebunden und wären insofern im Vorfeld schon integriert, wenn denn ein Problem auftritt. Und daraus abgeleitet dann, ich greife jetzt irgendeinen beliebigen Prozessschritt heraus, gibt es dann sogenannte Aktivitätssteckbriefe, wo genau beschrieben ist, was getan werden soll. Das hier ist jetzt in Deutsch, das haben wir nicht in Übersetzung bisher, wer beteiligt ist, wer federführend ist, wo also genau auch klar ist, was zu tun ist und gegebenenfalls welche Ressourcen hierfür bereitgestellt werden müssen und sollen. Damit möchte ich mich für Ihr Interesse bedanken. Sollten Sie weiteres Interesse haben, können Sie uns gerne besuchen, sei das direkt physikalisch bei uns oder aber einige unserer Produkte im Bereich Krisen- und Risikomanagement sind eben auch im Internet zu finden, sei es eben der forstliche Ratgeber Krisenmanagement oder unser deutschsprachiges Netzwerk forstliches-risikomanagement.de. Damit vielen Dank und ich gebe zurück an dich, Josep.
Leider ist der Hörer der Redner sehr schlecht zu hören. Es scheint Probleme mit dem Ton zu geben. Giuseppe, we cannot hear you. Giuseppe, wir hören dich nicht. Ach, jetzt. Das Mikro war oben. Können Sie mich jetzt hören? Ja, danke. Ja, danke schön. Ja, also das, was in Baden-Württemberg umgesetzt wird, ist sehr interessant und ja, auch angesichts der Probleme mit den Überschwemmungen, den Unwettern und auch den umgestürzten Bäumen und auch der individualisierte Umgang damit, weil jede Region wahrscheinlich unterschiedliche Probleme hat. Und jetzt kommen wir zur Lombardei. Patricia wird jetzt ihr Projekt live vorstellen. Patricia, Sie haben das Wort. Guten Morgen. Ja, guten Morgen allerseits. Vielen Dank für die Einladung und auch vielen Dank für die Verdolmetschung. Also zwei von uns werden präsentieren. Ich werde beginnen und dann wird Gerardo sprechen. Ich werde im Namen von ERSAP sprechen. Das ist die Organisation für Forstwirtschaft und Landwirtschaft. Was ist LIFE Gestire 2020? Das ist ein kofinanziertes Projekt durch die Europäische Union, ein sogenanntes LIFE-Projekt. Und das Hauptziel ist die Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz von natürlichen Gebieten. Ja, es geht um die Governance all dieser natürlichen Gebiete und es geht auch um die Verbesserung der ökologischen Netzwerke. Es geht darum, den Erhaltungsstatus von Habitat und Arten zu verbessern. Und es geht auch darum, die Bevölkerung zu sensibilisieren. Und hier sehen wir das Gebiet der Projekt, die Lombardei. Ja, 15% der Bevölkerung, der Fläche, Entschuldigung, besteht aus geschützten Gebieten. Und es gibt da 264 Gebiete, die Teil des Netzwerks Natura 2020 sind. Hier sehen wir die Teilnehmer des Projekts und hier auch die Hauptpartner der Lombardei und auch andere Partner, unter anderem ERSAP und zwei sehr wichtige Umweltverbände, IPO und World Wide Fund. Ja, Gesamtbudget 100 Millionen Euro. Davon sind 17 Millionen kofinanziert, sowohl über LIFE als auch durch die Beiträge der Partner. 83 Millionen Euro sind Fonds. Das sind ergänzende Fonds für diese 8 Projektjahre. Diese Fonds haben das Ziel, die Biodiversität zu erhalten. Das sind regionale Fonds, wie zum Beispiel Aree Verdi. Und auch Beiträge von
privaten Stiftungen, zum Beispiel Cariplo, und auch nationale und internationale Fonds. Es geht darum, um die Umsetzung und Erhaltung der Biodiversität. Wie können wir diese ergänzenden, komplementären Fonds oder Gelder aktivieren? Ja, dank dieser Projekte wurde ein Team geschaffen von Technikern, die diese Projekte durchgeführt haben. Das sind Leute aus verschiedenen Bereichen, aus dem forstwirtschaftlichen Bereich, dem landwirtschaftlichen Bereich, Agronomen, und diese Teams wurden finanziert durch das Alive-Projekt. Es geht darum, die ergänzenden Fonds zu aktivieren, indem man mit den Partnern sich zusammentut und langfristige Projekte plant, die dann durchgeführt werden sollen. Das ist eine sehr wichtige Aktivität, und wir haben 20 Millionen Euro an komplementären Fonds bekommen können. Das Projekt Live Gestiva 2020 sieht 64 Aktionen vor, nämlich Erhalt der Flora, Fauna und des Habitats in der Lombardei-Region. Ja, das Projekt läuft noch 3 Jahre, und wir konzentrieren uns gerade insbesondere auf konkrete Maßnahmen, nämlich Maßnahmen zur Erhaltung der Biodiversität, aber auch Aktionen im Zusammenhang mit Kommunikation. Das sind die Projekte, die im Rahmen des LIFES-Projekts durchgeführt wurden. Die kann man alle auf der Webseite des Projekts finden und die Informationen herunterladen. Die sind alle auf Italienisch, aber gut. Und einige haben auch eine Übersetzung ins Englische. Heute möchten wir über die Aktion sprechen, die die Wälder schützen soll. Live Gestire befasst sich vor allem mit den Wäldern, die unter die einschlägige Richtlinie Habitat fallen. Es geht um Wälder, insbesondere mit schwarzer und weißer Tanne, und diese Wälder sind nicht ausreichend instand gehalten und sind auch sehr fragmentiert, genetisch isoliert. Und manchmal gibt es auch fremde Art, fremde Spezies, sogenannte invasive Spezies. Ja, in dieser Region haben wir 23.000 Hektar Wald, und 16.000 davon werden direkt durch ERSAF instand gehalten. Es gibt verschiedene Forstgebiete, die definiert sind. 95% der Wälder befinden sich innerhalb von geschützten Gebieten. Ja, hier links sehen wir diese Forstgebiete, die von ERSAF gemanagt werden. Was sind die Hauptprobleme, die wir in diesem Projekt vorgefunden haben bei der Erhaltung des Waldes? Es geht vor allem um die Art des Waldmanagements. Und man muss die Biodiversität der Flora und Fauna berücksichtigen. Es gibt Probleme, die zu tun haben mit der Entfernung der Mikroben.
Masse und auch ja, der Verlust der Ökotons. Das sind bestimmte Gebiete an den Randgebieten der Wälder und auch, dass nicht zur rechten Zeit zurückgeschnitten wird. Das hat Auswirkungen auf einige Spezies, zum Beispiel unter anderem einige Vögel wie Eulen unter anderem und auch einige Insekten und alle sind geschützt durch die europäische Richtlinie, zum Beispiel die Rosalia alpina. Ja, was sind die Ziele des LIFE-Projektes für den Erhalt des Waldes? Zunächst einmal der Erhalt der Struktur und der Artenqualität und dann auch die Verbesserung der Flora und Fauna. Dieser Ansatz ist multifunktional. Ja, es hat die Zusammenarbeit gegeben von Agronomen, von Forstexperten, Naturalisten, auch Entomologen, Ornithologen und auch die Carabinieri haben mitgewirkt bei diesem Projekt. Und wir arbeiten da auch mit einer italienischen Institution zusammen. Zu den einzelnen Maßnahmen des Projekts im Zusammenhang mit LIFE. Und jetzt hat gerade mein Kollege das Wort. Vielen Dank. Guten Morgen. Ja, ich habe die Kamera eingeschaltet, damit Sie mich auch sehen können. Und ich teile jetzt gleich den Bildschirm. Ja, können Sie mir bestätigen, ob Sie den Bildschirm gut sehen? Visibile. Ja, ist sichtbar? Ja, perfekt. Okay. Sì, la collega già in parte introdotto quelli che sono gli ambiti di lavoro. Meine Kollegin hat bereits die Arbeitsbereiche vorgestellt. ERSAP hat bei diesem Projekt zwei konkrete Bereiche identifiziert, zwei Arbeitsbereiche. Einen hat bereits meine Kollegin beschrieben. Da geht es um den Bereich, der näher an den Bergen ist. Und das sind diese Waldgebiete. Und von Anfang an, seit 2016, gab es diesen multifunktionalen Ansatz, um zu definieren, in welchen Bereichen es die größten Entwicklungschancen gibt durch solche Maßnahmen. Einfach, dass durch diese Maßnahmen die Struktur der Wälder verbessert werden können und dass man gleichzeitig die Artenvielfalt verbessern kann und auch die durch Habitat-Richtlinie geschützten Spezies schützen kann, die zur Biodiversität beitragen. Es gibt eine Planungsphase, wo man die Daten und die Informationen, die wir zur Verfügung hatten, analysiert haben. Und dann wurden vor Ort einige gemeinsame Studienbesuche vorgenommen. Also diese interdisziplinäre Arbeitsgruppe hat vor Ort das besucht und 150 Hektar wurden dann definiert, aufgeteilt in unterschiedliche Arbeitsbereiche. Und daran arbeiten wir aktuell noch. Das wurde zusammengefasst in 9 Projekte, jedes Projekt für ein bestimmtes Habitat. Und sie haben sich fokussiert auf verschiedene Bereiche, zum Beispiel Projekte zur Verbesserung des Habitats oder Projekte, die sich auf eine bestimmte
Art, also auf die Fauna konzentriert hat, auf eine bestimmte Spezies. Abgesehen von dieser multidisziplinären Arbeit war die Bildung sehr wichtig, also die Bildung vor Ort für alle Beteiligten, denn ein Teil dieser Aktivitäten erforderte die Umsetzung und die Anwendung von Techniken, die nicht gewöhnlich sind oder bei der Ausbildung der Forstleute nicht beigebracht wird. Eines der Maßnahmen des Projekts waren die Maßnahmen in der Ebene. Das sind Ebenen, wo keine Maßnahmen ergriffen wurden in letzter Zeit und wo es eine Krisensituation gibt. Ich beziehe mich dabei auf diese Wälder, die hier aufgezeigt sind. Ja, die Fragmentation der Waldflächen ist sehr hoch. Die Ausdehnung dieser Flächen ist beschränkt. Das heißt, es gibt eine genetische Isolierung und der genetische Austausch zwischen den Wäldern kann nicht stattfinden. Und gleichzeitig haben wir auch einen hohen Druck, weil fremde Spezien, invasive Spezien Eingang finden. Ja, bei dem Projekt wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen. Da ERSAF selbst diese Maßnahmen nicht umsetzen konnte, hat man Instrumente geschaffen, damit die Manager, sozusagen die Verwalter dieser Flächen, entsprechend handeln konnten und diese Maßnahmen ergreifen konnten. Also es wurde eine ganze Reihe von Techniken, von Maßnahmen definiert, die wirken sollten auf die unterschiedlichen Probleme, die definiert wurden in den Wäldern. Und dann wurde eine regionale Ausschreibung gestartet, von der Region finanziert. Und gerade wird es umgesetzt an 8 Punkten und mit einer Gesamtfläche von 50 Hektar. Ja, es ging auch darum, dass die Idoneität der Spezies erhöht werden sollte, also im Rahmen der Habitats und der Vogelrichtlinien, damit das als Schutzschirm gilt. Hier auf dem Bild sehen Sie die unterschiedlichen Sterne. Das sind die unterschiedlichen Gebiete, immer in der Ebene und die roten Bereiche sind die Bereiche, wo es Krähenreiben gibt. Und eine weitere Maßnahme, die gerade umgesetzt wird und die bis Ende des Jahres abgeschlossen werden soll, ist die Analyse der Verbindung zwischen der Verteilung der unterschiedlichen Arten in einem Wald, also der Distribution und auch die Genotypisierung. Ja, auf der Grundlage werden dann Leitlinien veröffentlicht werden. Also wir haben noch nicht viele Daten, das wird in den nächsten Monaten entwickelt werden. Und es geht darum, dass wir Leitlinien geben möchten, damit wir bei der Rodung
keine Schädigung vornehmen und dass man bei Rodung diese wertvollen Arten schützen kann. Und im Rahmen des Projekts wurde auch eine Analyse vorgenommen eines Projekts, das vor 20 Jahren in diesem Gebiet gemacht wurde, in Carpaneta. Da wurde ein landwirtschaftliches Gebiet geschaffen in einem Wald, bezogen auf die Spezies Quercus robur. Und das wurde verbessert und dadurch sind die ganzen Spezies der Padana-Ebene hierher gekommen. Und wie gesagt, das war vor 20 Jahren und das trägt langsam Früchte und wir werden davon ausgehen, Richtlinien erstellen, damit wir eine Orientierung für andere Projekte bieten können. Danach werden wir sämtliche zukünftige Maßnahmen zum Beispiel in regionalen Gärtnereien definieren. Eine Maßnahme zur Unterstützung der Wald- und Forstmaßnahmen ist also im Rahmen des ERSAF-Projektes, dass man eine Analyse vornimmt aller Samen, die von registrierten Wäldern stammen. Und Carpaneta wird im Register der Lombardei sein. Das heißt, dass die Samen dieses Waldes auch genutzt wird für neue Anpflanzung. All diese Maßnahmen, über die wir gesprochen haben, hat natürlich eine lokale Wirkung, zweifelsohne. Aber damit es auch eine regionale Bedeutung hat, muss das natürlich bekannt gemacht werden und verbreitet werden. Das ist im Grunde eines der Hauptziele des Projektes, also das Bekanntmachen und die Bevölkerung, aber auch die Fachleute zu sensibilisieren und zu informieren über unsere Maßnahmen. Das wird online gemacht, aber auch mit direkten Aktivitäten vor Ort. Also es werden auch Veranstaltungen gemacht, wo man über diese innovativen Ansätze spricht. Bei solchen Aktivitäten ist es natürlich unabdingbar, ein Follow-up zu machen, um zu bewerten, ob es wirksam ist oder nicht. Und dieses Follow-up wird sowohl vor als auch nach einer weiteren Maßnahme gemacht, bei allen Projekten, die wir machen. Ja, das war meine Präsentation. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und zurück zu Josep. Vielen Dank, Gerardo. Grazie auch, Patricia. Es war wirklich sehr interessant. Die Biodiversität ist natürlich im Zusammenhang mit der Forstwirtschaft bedeutend. Und das wird auch Teil unserer Planung sein, auch angesichts der europäischen Politik. Wir kommen nun zu den Fragen. Wir sind ein bisschen im Verzug, also werden wir versuchen, die Hauptfragen zu klären. Leider haben wir nicht viel mehr Zeit, können nicht viel mehr verlängern. Aber wenn jemand eine Frage stellen möchte, gibt es im Chat die Möglichkeit, Fragen und Antworten zu stellen, also Fragen zu stellen im Fragen und Antwort-Tab, also Q&A. Und da können Sie Fragen stellen oder wenn Sie eine Anmerkung machen möchten, können Sie das gerne auch hier im Chat machen. Oder Sie heben die Hand und bekommen das Wort. Sehr gut.
Enrique? Ja, ich habe zwei Fragen an den Herrn de Schmidt. Ja, ich habe das Mikro auch nicht gesenkt. Man hat mich gar nicht gehört. Ja, ich habe versucht, das in Fragen und Antworten einzutippen. Das war nicht möglich. Ich habe zwei Fragen an Herrn de Schmidt. Die erste Frage bezieht sich auf das Ziel der 3 Milliarden Bäume. Ja, das könnten etwa 1,5 Hektar in ganz Europa sein. Und die Frage ist, hat die Kommission eine Strategie entwickelt oder wie möchte man diese 1,5 Millionen Hektar bepflanzen? Wird das über die Länder geschehen oder die Region? Denn die Zuständigkeiten in diesem Bereich sind ja nicht in der Europäischen Union, sondern in den Ländern und Regionen. Und es wurde über ein sehr wichtiges Thema besprochen, nämlich die Governance und die Gruppen, die jetzt abhängen von der Generaldirektion Landwirtschaft oder Umwelt, dass alles vereint werden soll in einer Gruppe, wo wir alle vertreten sind. Also die Frage ist, ob das auch einen neuen Weg ebnet, also dass man vielleicht alle Zuständigkeiten vereint in einer Generaldirektion, also alles, was Forstwirtschaft betrifft, oder ob es weiterhin aufgeteilt ist auf zwei Generaldirektionen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für beide Fragen. Für die 3 Milliarden, da habe ich noch einige Folien. Könnten wir vielleicht zurück zu meiner PowerPoint-Präsentation kommen und die letzte Folie sehen? Ja, könnten wir kurz die Präsentation von Herrn de Schmidt anzeigen, die letzte Folie? Oui, avant, s'il vous plaît. Deux, trois slides avant ceci. Ja, noch zwei oder drei Folien davor. Vielen Dank. Genau, das ist es. Ja, ich kann diese Verpflichtung weiter erläutern, 3 Milliarden Bäume bis 2030 zu pflanzen. Ich hatte schon gesagt, dass das Grundprinzip darin liegt, hier diese guten Bäume zu entwickeln, zu einem guten Zweck. Nächste Folie, bitte. Ja, es geht nicht nur darum, sie zu pflanzen. Das ist vielleicht der einfachste Teil davon. Natürlich geht es hier auch darum, sicherzustellen, dass diese Bäume sich entwickeln und dass sie weiter wachsen. Und zu guter Letzt brauchen wir auch ein Überwachungssystem, um zu zählen, wie viele Bäume gepflanzt wurden, bis wir diese 3 Milliarden erreichen. Nächste Folie. Sie sehen hier auf dieser Folie, dass diese Bäume nicht nur in den Wäldern gepflanzt werden sollen, sondern auch in agroforstwirtschaftlichen Systemen oder auch in den Städten. Nächste Folie.
In der Praxis werden wir eine Zusammenarbeit haben oder eine Aufgabenaufteilung zwischen der Kommission und der Europäischen Agentur. Wir in der Kommission müssen eine Roadmap etablieren. Für die Umsetzung dieser Verpflichtung. Und diese Roadmap ist unser Arbeitsdokument, worüber ich mich zu Beginn der Präsentation bezogen habe. Diese Roadmap, die definiert die Kriterien für die Pflanzung, für die Zählung und die Überwachung dieser Bäume. Was die Praxis angeht, wie sollen diese Aufgaben verteilt werden zwischen der Kommission und der Europäischen Umweltagentur? Die Kommission, die bereitet gerade eine kleine Richtlinie dafür vor, die im zweiten Quartal 2022 fertig sein sollte. Die Kommission wird ebenfalls Kommunikationskampagnen starten. Und wie ich bereits sagte, bekommt sie auch politische Unterstützung, vor allem dem Vizepräsidenten der Kommission, Herr Timmermans. Die Europäische Umweltagentur kümmert sich dann darum, dies digital zu zählen, über einen digitalen Zähler und über die Überwachung. Und sie werden auch die Bürger und den privaten Sektor mit einbeziehen über eine Seite, die dafür eingerichtet wird. Das ist also die globale Übersicht, Überblick, wie diese Verpflichtung stattfinden soll. Und zur zweiten Frage, zur Governance. Ja, tatsächlich für den Dialog mit den Mitgliedstaaten wollen wir die zwei Organe zusammenführen, die es heute gibt. Tatsächlich gibt es ein Gremium, das eher bei der GD Agri angesiedelt ist und das andere eher bei der GD Umwelt. Und wir wollen sie zusammenführen, damit alle dabei sind. Das Gleiche für den Dialog mit der Zivilgesellschaft. Hier gibt es auch verschiedene Gremien. Wir werden auch versuchen, sie zusammenzuführen. Ja. Das ist eine Art europäische Steuerung, ausgehend von der Kommission. Wie soll das in der Praxis aussehen? Die Mitgliedstaaten werden diejenigen sein, die entscheiden müssen, ob sie nur eine Person entsenden wollen, von der Landwirtschaftsseite oder eher aus dem Umweltbereich. Oder sie können auch zwei Vertreter per Mitgliedstaat entsenden, damit beide Interessen abgedeckt sind. Ja, und ich denke, das ist es, was ich zu diesem Thema sagen wollte. Merci, thank you, Mark. Vielen Dank, Mark. Ja, das war eine sehr klare Antwort. Leider läuft uns die Zeit davon und wir überziehen auch schon. Und wenn es keine weitere Frage gibt, dann kommen wir zum Abschluss dieser Veranstaltung. Und jetzt hat die Generaldirektorin für Auswärtige Angelegenheiten, Munsa Vilalta, das Wort. Bitte schön. Ja, guten Morgen. Guten Morgen allerseits. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich das Wort ergreifen darf. Und ich möchte auch diese Möglichkeit nutzen, um im Namen des katalanischen Vorsitzes der Vier Motoren für Europa allen Kollegen und Kolleginnen vom Landesministerium für Klima, Lebensmittel und Ländliches zu danken für die Veranstaltung dieser
Veranstaltung. Und wir möchten auch Marc Desmet danken für seine Rede im Namen der Kommission und natürlich auch an die Kollegen aus den Regionen Rhône-Alpes, Baden-Württemberg und auch die Lombardei und alle Beiträge zu dieser Veranstaltung. Wie Sie wissen, sind die Hauptziele der Vier Mütter und für Europa ein Wissensaustausch, Räume zu schaffen, um voneinander zu lernen und auch das Schmieden von fruchtbaren Allianzen. Und im Laufe des 30-jährigen Bestehens sind die vier Motoren für Europa verpflichtet geblieben für also dieser Zusammenarbeit und dieses Austausches. Und die Lombardei, Katalonien, Auvergne-Rhône-Alpes und Katalonien sind führend im Bereich Entwicklung und Innovation in ihren Ländern. Und deshalb ist es klar, dass wir profitiert haben von der gegenseitigen Zusammenarbeit. Und Katalonien hat jetzt die Präsidentschaft inne mit den 17 Zielen für Entwicklung im Rahmen der Agenda 2030. Und dieses Präsidentschaftsprogramm besagt, dass die Stärkung der Resilienz und des Wandels unserer Gesellschaft anhand der Agenda 2030 und dem Europäischen Grünen Pakt uns dabei helfen kann, eine bessere Zukunft, eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen und uns gleichzeitig auch dabei helfen kann, die Pandemie zu überwinden und ihre sozialen und auch wirtschaftlichen Auswirkungen. In diesem Kontext des katalanischen Vorsitzes hat diese Veranstaltung heute stattgefunden mit dem Hauptziel, bewährte Praktiken aus unserer Region auszutauschen. In diesem im Zusammenhang mit der Prävention des Verlustes des Waldes, Förderung der Artenvielfalt und Förderung der ländlichen und landwirtschaftlichen Entwicklung im Rahmen unseres Vorsitzes liegt diese Veranstaltung im Rahmen der neuen forstwirtschaftlichen Strategie der Europäischen Union ein Projekt, führendes Projekt im Rahmen des Green Deals. Und ich danke nochmal Herrn Desmet für die Vorstellung. In diesem Zusammenhang vielen Dank an alle Redner für die Präsentation und für diese bereichernden Einblicke. Und ich vertraue darauf, dass die gemeinsamen Aktionen der Region, der vier Motoren für Europa auch weitergehen kann in den kommenden Vorsitzenden beginnen mit dem nächsten Vorsitz, der im Dezember dann beginnt, wo Auvergne-Rhône-Alpes den Vorsitz übernimmt und auch die Schaffung der neuen Arbeitsgruppe kann dazu beitragen. Da geht es eher um landwirtschaftliche und Ernährungsthemen, aber vielleicht kann man da auch neue Aspekte für die Zusammenarbeit zwischen den Regionen finden. Ich ermutige alle Teilnehmer, den Kontakt zu halten und weiter zusammenzuarbeiten im Rahmen dieses Netzes der Vier Motoren für Europa. Ja, und ich schließe jetzt ab. Danke den Veranstaltern, danke den Teilnehmern für ihr Engagement gegenüber den vier Motoren für Europa. Und damit schließen wir diese Veranstaltung ab, sind sehr zufrieden und haben auch neues Wissen erlangt und voneinander gelernt, was uns sehr glücklich macht. Und letztendlich geht es ja darum, unseren Bürgern und Bürgerinnen besser dienen zu können. Vielen Dank und bis bald. Vielen Dank, Munzer. Es ist eine Ehre, Sie hier zu haben. Und jetzt
möchten wir auch von der Veranstaltung, von der Veranstaltung her danken. Also ab Dezember übernimmt Auvergne-Rhône-Alpes die Präsidentschaft, den Vorsitz. Wir hoffen, dass wir dann auch weiter dieses Thema ergründen können und dass wir auch weiterhin so zusammenarbeiten wie in der Vergangenheit und dass wir weiter diesen Erfahrungsaustausch vornehmen können. Wenn es irgendeine Frage gibt, die Sie stellen wollten, können Sie uns das per E-Mail oder über die gängigen Kanäle kommunizieren. Dann werden wir das weiterleiten an die Redner und sicherstellen, dass die Fragen beantwortet werden. Vielen Dank und bis bald. Es war mir eine Freude. Auf Wiedersehen.